Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial von mir. Heute soll es mal um die nächtliche Landschaftsfotografie bzw. den Sternenhimmel gehen. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal ein Webinar auf psdtutorials.de gehalten zu dem Thema. Und heute möchte ich das Ganze nochmal als Videotutorial für euch zur Verfügung stellen. Worum geht es hier heute? Zum einen wollen wir ein bisschen auf die Grundlagen eingehen. Es geht hier primär darum, mit einfachen Mitteln zu fotografieren, das heißt Kamera, Standardobjektive und nicht mit technischen Hilfsmitteln wie Kameranachführungen oder Teleskopen. Des Weiteren möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, wie man schon bei der Fotografie das Rauschen ein bisschen unterdrücken kann oder ein paar Tipps zur Bildgestaltung. Ja, und im zweiten Teil des Tutorials werden wir dann einige Bilder in Lightroom bzw. im RAW Converter entwickeln. Darin zeige ich euch dann, wie man die Sterne besser herausarbeitet, das Rauschen etwas vermindert, Farbanpassungen macht etc. Ja, was sind jetzt die Grundvoraussetzungen für gute Ergebnisse? Zum einen braucht man natürlich einen klaren Himmel. Wir wollen ja die Sterne fotografieren, da werden uns die Wolken ein bisschen stören. Was nicht heißt, dass Wolken immer schlecht sind. So vereinzelte Wolken können natürlich auch ganz interessant im Bild ausschauen. Ja, um möglichst gute Ergebnisse zu bekommen, würde ich empfehlen, bei kalten Temperaturen zu fotografieren. Das hat damit zu tun, dass der Sensor etwas mehr gekühlt und das Rauschen dadurch auch vermindert wird. Wichtig ist auch, dass wir wenig Umgebungslicht haben. Zum einen können wir dadurch den Himmel natürlich besser beurteilen und unseren Bildaufbau besser bestimmen. Und zum anderen vermindern wir das Streulicht, was in die Kamera eindringen kann. Wir sollten natürlich auch auf Lichtverschmutzung achten. Gerade in der Nähe von größeren Städten und Ortschaften bildet sich so wie so eine Art Lichtkuppel, die natürlich auch zur Folge hat, dass die Sterne weniger zu sehen sind. Auch hier ist es wieder so, dass es natürlich auch als Bildelement eingearbeitet werden kann und auch interessant aussehen könnte. Des Weiteren empfehle ich, bei Neumond zu fotografieren, auch einfach aus dem Grund, dass der Mond Licht abstrahlt, auch wenn er nur angestrahlt wird, aber in der näheren Umgebung des Mondes würden dadurch die Sterne nicht so zur Geltung kommen. Fotografiert ihr bei Mondschein, dann würde ich euch empfehlen, den Mond im Rücken zu haben. Dadurch kann man natürlich das Licht nutzen, um Objekte auszuleuchten bzw. besser erkennbar zu machen. Man kann natürlich auch den Mond mit aufs Bild holen, hat dann allerdings, wie gesagt, schon in der näheren Umgebung des Mondes weniger Sterne im Bild und dieser ist natürlich auch etwas überstrahlt und wird nur noch als Lichtpunkt dargestellt. Denn würden wir den Mond mit Zeichnung fotografieren wollen, bräuchten wir extrem kürzere Belichtungszeiten und dadurch wäre alles rund um den Mond herum nur noch schwarz. Ja, wichtig ist auch die Wahl des Objektives, worauf ich jetzt später nochmal ein bisschen eingehen werde. Wichtig ist, im RAW-Format zu fotografieren, um einfach mehr Bildinformationen im Ausgangsbild zu haben, um später in der Entwicklung mehr Spielraum zu haben. Wichtig ist ebenfalls ein Stativ. Denn bei Belichtungszeiten von 15 Sekunden wird es schon schwierig werden, da die Kamera die ganze Zeit stillzuhalten. Zum Auslösen empfehle ich ein Kabel- oder Funkauslöser. Zur Not geht auch der Selbstauslöser der Kamera, um einfach Verwacklungen durch das Auslösen zu vermeiden. Ja, ich habe es ja gerade vorher schon angesprochen, dass die Wahl des Objektives nicht ganz unwesentlich ist. Zum einen sollte das Objektiv natürlich lichtstark sein, denn umso lichtstärker es ist, umso mehr Sterne kriegen wir natürlich auch aufs Bild drauf. Empfehlen würde ich Lichtstärken von Blende 1.4 bis 2.8. Es geht natürlich auch mit weniger lichtstarken Objektiven. Ich selbst benutze zurzeit selber ein Objektiv mit einer Blende von 3.5. Aber je lichtstärker das Objektiv ist, umso weiter können wir nachher auch später mit der ISO runtergehen und haben dadurch weniger Rauschen im Bild. Ja, das Objektiv sollte weitwinklig sein.
Denn zum einen haben wir natürlich einen größeren Aufnahmewinkel und kriegen mehr Landschaft aufs Bild und auch mehr Sternhimmel. Des Weiteren hat es auch mit der Belichtungszeit zu tun, denn je kürzer die Brennweite ist, umso länger können wir belichten. Das heißt, bei längeren Brennweiten benötigen wir dann eine Kameranachführung oder können eben dementsprechend nur kürzer belichten, da wir sonst schnell Sternspuren auf das Bild bekommen würden. Nur woher weiß ich, wie lange kann ich jetzt eigentlich mit meinem Objektiv belichten? Um das herauszufinden, gibt es die sogenannte 500er oder 600er Regel, mit der wir die maximale Belichtungszeit berechnen können. Und die Rechnung lautet wie folgt: Bei der 500er Regel wäre das eben 500 durch die Brennweite gerechnet. Dadurch erhalten wir die maximale Belichtungszeit, ohne dass wir Sternspuren auf dem Bild zu sehen bekommen und unsere Sterne eben als Punkte dargestellt werden. Bei der 600er Regel ist es im Prinzip das gleiche, nur dass wir eben statt 500 durch die Brennweite 600 durch die Brennweite rechnen. Wichtig ist auch bei Benutzern von Crop-Kameras, dass wir diesen Crop-Faktor auch beachten und die effektive Brennweite ausrechnen. Das heißt, wir rechnen erst die Brennweite mal den Crop-Faktor und rechnen dann eben die 500 durch den errechneten Wert. Ich habe hier mal ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet. Und zwar bei der Vollformatkamera wäre das eben bei 24 mm die 500 durch 24. Das heißt, wir haben maximal 21 Sekunden, die wir belichten könnten. Bei der 600er Regel wären das dann 25 Sekunden. Ich würde euch empfehlen, dass ihr mit der 600er Regel anfangt und wenn ihr merkt, dass eure Sterne schon leichte Spuren ziehen bzw. leicht verschwommen wirken, dann einfach auf die 500er Regel umsteigen. Ja, wie sieht das Ganze jetzt bei einer Crop-Kamera aus? Ebenfalls bei 24 mm gerechnet und einem Crop-Faktor von 1,5 hätten wir eben die 24 mm mal 1,5. Ergibt 36 mm effektive Brennweite und das heißt, bei der 500er Regel könnten wir maximal 14 und bei der 600er Regel maximal 17 Sekunden belichten. Also ihr seht schon, bei einer Crop-Kamera wird es etwas schwieriger, viele Sterne aufs Bild zu bekommen, aber unmöglich ist es dennoch nicht. Ja, kommen wir zu den Kameraeinstellungen. Als allererstes stellen wir unsere Kamera in den manuellen Modus. Das Dateiformat, wie gesagt, sollte das RAW-Format sein, um einfach mehr Informationen im Bild zu erhalten. Den Weißabgleich habe ich auf Auto. Man kann natürlich auch schon vorweg eine bestimmte Kelvinzahl einstellen, um ein bisschen Gefühl für den Look zu bekommen, den das Bild später haben könnte. Aber dadurch, dass wir im RAW-Format fotografieren, können wir diesen natürlich auch später noch ändern. Den Fokus stelle ich auf manuell, da die meisten Kameras bei diesen Lichtverhältnissen natürlich ihre Probleme haben, auf irgendwas zu fokussieren. Dabei stelle ich den Fokus auf unendlich. Bei Canon-Objektiven sollte man bis zum Anschlag gehen und dann wieder ein kleines Stückchen zurückdrehen. Und wer sich ganz unsicher ist und einen Live-View-Modus hat, sollte den nutzen, auf die Sterne reinzoomen und dann dementsprechend seine Kamera scharf stellen. Die Blende öffne ich so weit wie möglich. Klar, wir wollen ja möglichst viel Licht einfangen. Als Belichtungszeit stelle ich diesen errechneten Wert ein. Und die ISO-Einstellung liegt bei mir in der Regel bei 4000. Ich empfehle eine Einstellung zwischen 2000 bis 5000, je nachdem, wie das Rauschverhalten der Kamera ist oder wie viel ihr selber verkraften könnt. Im Kameramenü müsst ihr mal gucken, das ist je nach Kamera ein bisschen anders, aber es gibt da diese Rauschunterdrückung bei High ISO und Langzeitbelichtung, die unbedingt ausschalten, sonst würde die Kamera nach jeder Belichtung automatisch noch ein schwarzes Bild auf der gleichen Belichtungszeit aufnehmen und dann dementsprechend in der Kamera schon mit dem belichteten Bild verrechnen.
Ich empfehle da lieber selber ein Bild mit Objektivdeckel zu machen bei den gleichen Einstellungen und das später manuell selber in Photoshop zu verrechnen miteinander. Da hat man einfach mehr Kontrolle, wie das Rauschen unterdrückt werden soll. Welche Tipps und Tricks kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Zum einen kann man durch interessante Vordergrundobjekte vom Rauschen ablenken. Dafür würde ich euch dann empfehlen, eine zweite Belichtung zu machen. Einmal scharf gestellt auf die Sterne und einmal, je nachdem natürlich wie nah das Vordergrundobjekt dran ist an der Kamera, nochmal auf diesen Punkt scharf stellen und nochmal die Belichtung mit der gleichen Einstellung machen. Und diese beiden dann in Photoshop über Ebenenmasken miteinander kombinieren. Dann habe ich eben ja schon mal angesprochen gehabt, dass man die Rauschunterdrückung ausstellen soll an der Kamera und selber ein Bild erstellen sollte. Das sind diese sogenannten Dark Frames. Die Dark Frames sind ist ein Bild mit vorgehaltenem oder verschlossenem Objektivdeckel, sollte aber die gleichen Einstellungen wie das normal belichtete Bild haben. Wichtig ist auch, dass ihr aufpasst, dass dabei der Fokus nicht verstellt wird und dass ihr für jeden Light Frame, also Light Frame ist das normal belichtete Bild, für jeden Lightframe eben einen eigenen Darkframe fotografiert. Diese beiden Bilder könnt ihr dann später in Photoshop miteinander verrechnen. Wie das geht, zeige ich euch dann später auch nochmal. Ja, weiteres könnt ihr natürlich auch mit Lightpainting entweder Vordergrundobjekte ausleuchten oder eben interessante Objekte malen, so diese Domes, was es so gibt oder was auch immer und einfach dadurch auch schon von dem Rauschen wieder ein bisschen abzulenken. Was ihr auch noch machen könnt, um das Rauschen ein bisschen zu minimieren, wäre zwei Belichtungen zu machen wieder. Und zwar einmal auf den Sternenhimmel, wie gehabt. Und beim der zweiten Belichtung einfach die ISO runterschrauben und dementsprechend länger belichten, sodass der Vordergrund die entsprechende Belichtung hat, die ihr braucht. Ja, außerdem könnt ihr noch euren Sucher abdecken, nachdem ihr eure Einstellung gemacht habt, alles um Streulicht von hinten durch das Okular zu minimieren. Ja, wie vorhin schon angesprochen, auch ein bisschen auf die Temperaturen achten, denn ein Bild, was bei 25 Grad in der Nacht gemacht wird, wird mit Sicherheit etwas mehr rauschen als ein Bild mit den gleichen Einstellungen bei minus 10 Grad. Wenn ihr mehrere Aufnahmen macht, würde ich auch zwischen den einzelnen Bildern nachher mal irgendwann anfangen, kleine Pausen zu machen, damit der Sensor sich ein bisschen abkühlen kann und das Grundrauschen schon wieder vermindert wird. Ja, das soll es auch eigentlich zu den Grundlagen gewesen sein, die ich euch jetzt hier mit auf den Weg geben möchte. Ich hoffe, es war euch jetzt nicht zu trocken gewesen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann um die Bearbeitung der erstellten Bilder geht. Bis dahin wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns.